Ja, so ein schöner Dreiecksatz, der sogenannte Basiswinkelsatz, der sagt, ein Dreieck ist genau dann gleichschenklich. Das heißt also, die eine Seite ist gleich lang wie die andere Seite, wenn die beiden Basiswinkel gleich groß sind, also dieser Winkel und dieser Winkel. Und wegen dem genau dann müssen wir das in zwei Richtungen beweisen. Erstmal gehen wir davon aus, dass die beiden Seiten gleich lang sind. Da muss ich zeigen, dass die Winkel gleich groß sind. Und umgekehrt werde ich dann ausgehen davon, dass die Winkel gleich groß sind und darauf schließen, dass die Seiten gleich lang sind. Also eigentlich zwei Beweise. Voraussetzung ist also A gleich B zu zeigen, Alpha gleich Beta. Was machen wir zuerst? Mache ich eine Hilfslinie? Nämlich die Seitenhalbierende. Der Seite AB. Das heißt also, ich nehme von C aus hier die Seitenhalbierende bis zur Mitte von AB. Das nenne ich einfach mal abkürzungsweise mal M. Und dann weiß ich automatisch, das Dreieck AMC ist kongruent zum Dreieck BMC. Warum das? Weil nämlich nach Seite, Seite A gleich B ist, CM ist gemeinsame Seite und AM ist ja gleich BM, ist ja die Seitenhalbierende. Und damit weiß ich automatisch, wenn die Dreiecke kongruent zueinander sind, müssen die Winkel in den Dreiecken ebenfalls einander entsprechen, also Alpha gleich Beta. Eine Voraussetzung ist jetzt Alpha gleich Beta. Zu zeigen haben wir jetzt dann A gleich B. So, jetzt müssen wir auch wieder eine Hilfslinie ziehen. Das heißt also von hier oben nach hier unten ziehen wir jetzt eine Hilfslinie. Nur die Frage ist natürlich, was für eine Hilfslinie? Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wenn ich hier sage, das ist jetzt die Winkelhalbierende, oder die Höhe. Ich mache das mal hier mit der Höhe. Genau. Hilfslinie. Den Punkt hier unten nenne ich dann mal Groß HAB. Den Punkt. Und dann weiß ich auch wieder Dreieck AAC ist kongruent zum Dreieck B A. C. So, das ist wegen Kongruenzsatz Winkel, Seite, Winkel. Ja, weswegen Winkel, Seite, Winkel? Weil bei zwei Winkeln kenne ich den dritten Winkel sowieso immer. Das ist auch immer gleich. Das heißt, wir haben hier CH, gemeinsame Seite. Drei gleich große Winkel. Angegeben war hier Alpha und der 90-Grad-Winkel. Dann weiß ich also, Beta ist dann natürlich 90 minus Alpha. Und damit weiß ich dann automatisch, dass dann bei kongruenten Dreiecken A gleich B ist. Eigenschaft kongruenter Dreiecke. Und somit schon den Basiswinkelsatz in beiden Richtungen gezeigt.